Hallo Leute und willkommen zurück in der Taverne von Furly Twisted Tales, der Preis einer Rose. Prost! Ja, was können wir denn jetzt hier mal angucken? Also ich glaube, mit ihm können wir nicht mehr reden. Dann wollte ich endlich mal wissen, oh, ist das ein Keks? Ein Cracker! Wir haben einen Cracker bekommen. Cracker, Moment mal, das passt ja auch zu Vogelfutter und so. Ich muss mal überlegen, ich muss erstmal wieder reinkommen. Das ist ja immer so, wenn ich einen Part aufnehme, erstmal wieder reinkommen. Diese Tür ist fest verschlossen. Durch die Tür kann ich ein Schnarchen hören. Kamera am Weg. So, jeden Tag dasselbe. Theater. Kuriositätenladen. Kreuzung. Mache ich denn jetzt mal? Hinterbühne des Theaters. War da jetzt nicht noch was? Hatten wir da echt alles angeguckt? Ist hier wirklich alles eingesammelt worden? Da gibt es bestimmt noch was zu tun. Kann ich da eine Rose rantun? Also irgendwie soll ich da entweder was abnehmen oder ich soll sie noch weiter anziehen. Vielleicht soll die ja noch eine Perücke kriegen oder so. Eine gewöhnliche Ankleidepuppe, gut für schnelle Kostümwechsel. Aber was soll ich denn da machen? Leute, was soll ich denn da machen? Verwende hier Kutte. Ach so, wir sollen hier die Kutte anziehen. Ja, okay. Ach, man sollte die aus dem Schrank nehmen und dann drüber ziehen. Die Ankleidepuppe trägt eine Kutte. Ja, toll. Und jetzt? Rose? Weiß ich nicht. Was ist denn das? Vogelfutter? Hm, vielleicht diese Diamanten? Das Tuch? Ja, übertreibt man nicht mit den Soundeffekten. Okay, also das kann ich nicht machen. Die Kutte sollte man anziehen und dann? Blaubeerschaufel, Seilrolle, Schaschlik, Himbeere. Hm. Kann ich da jetzt noch was anderes anziehen? Kann ich jetzt noch wieder was nehmen und... Nee. Oder? Nee, man soll rausgehen, alles klar. Ja, denn... Oh, hier gibt's auch noch ein Vogelhaus. Schade, dass ich kein Vogelfutter dabei habe. Doch, wir haben Vogelfutter. Hier unten bestimmt hinlegen. Piep, 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 piep. Guck mal, da oben ist er doch. Kommst du jetzt? Nee, nee, warte. Geh da mal wieder hin. Oh, jetzt fahren die Vögel aber dran. Und ich krieg eine Amsefeder. Ach, man musste weggehen, damit die Vögel da hingehen, sonst trauen die sich nicht. Aha. Können wir die Feder da jetzt vielleicht dran tun? Nee. Möchte er vielleicht das Theater ist geschlossen oder zumindest seine Tür? Also können wir die Tür vielleicht aufbrechen oder so? I've got nothing. Ja, ciao. Hau rein. Was kann ich denn mal? Will er hier vielleicht die Feder als... Ich glaube nicht, ne? Der will doch nicht die Feder haben. Möchtest du eine Himbeere? Warum denn nicht? Aber den Cracker vielleicht. Na komm, nimm den. These are... Nimm den Cracker. Also eine Augenklappe gegen was? Ich... Cracker ist doch toll. Oder Feder. Oder Cracker. Immer noch. Cracker. Cracker. Nimm den Cracker. Please. Schade. Die gelben Diamanten. Was ist denn, was will denn so ein kleines Äffchen? Eine Banane? Schaschlik? Please. Tja. Ich weiß nicht, was wir ihm anbieten könnten. Gehen wir mal zum Stadtzentrum zurück. Und nehmen uns einen Tipp. Und noch einen Tipp. Okay, wir sollen wieder weggehen. Dann suche ich mal selber irgendwie was. Hm, eine Flussbiegung. Fouquets Anwesen. Ist hier vielleicht noch wieder was? Bei der Veranda oder so? Oh, tatsächlich. Dieser Brombeerstrauß vertrocknet und abgestorben. Hm, was kann man denn da machen? Können wir da irgendwas machen? Was sollen wir denn da machen können? Abbrennen? Vertrocknet und abgestorben. Kann man ja nur höchstens so abzwacken irgendwie mit einer Schere oder so. Verwende hier gefüllte Gieß. Ach so, man kann das wieder in Ordnung bringen hier. Ja, ach so. Ich dachte, wenn er abgestorben ist, dann war es das mit dem. Nö, den gießt man kurz und dann ist alles wieder gut. Dann kriegt man auch die Brombeeren für unseren... Dingens hier, unseren Kuchen oder was von der Ollen. T-t-t-t-t-t-t.
Gibt's ja hier auch noch was? Nö. Irgendwas. Im Garten ist gerade keiner mehr. Man könnte hier jetzt aber in den Wald zurückgehen. Das ist ja schön. Dann machen wir das mal. Und hier war auch nichts mehr. Vielleicht haben wir ja was übersehen. Ja, wir müssen auch diese mit den Wolfsfällen noch was machen, ne? Ist auch irgendwie schwierig, was da gemacht werden soll. Aber wir sollen sogar noch weitergehen. Na gut, dann gehe ich weiter. Bin anscheinend auf dem richtigen Weg zum Wasserfall. Wollte ich eh mal wieder. Genau. Benötige etwas, um die Blaubeeren zu pflücken. Ja, ja. Das Tuch? Dann hätten wir nämlich alle Beeren. Die Blaubeerschaufel zum Beispiel. Das wäre doch mal was. Dafür haben wir die ja. So, haben wir jetzt nicht alle, Früchte? Stand das nicht hier in unserem Büchlein, was man dafür braucht? Brombeeren, Himbeeren, Blaubeeren. Zucker und Speisestärke. Hat sie das oder was? Ich weiß nicht, Zucker und Speisestärke, das kriegen wir vielleicht ja auch irgendwie auf dem Markt oder so eher. Schwierig. Ich gehe mal zurück, weil ich glaube, dass wir das eher woanders kriegen. Esszimmer. Sondern, oh, hier ist auch noch was. Oh, ich sollte die antike Schriftrolle neben die Worte der Wahrheit verarbeiten. Nee, der Baum ist majestätisch, doch Metall kann ihn fällen. Moment, Moment, wo ist denn hier unsere... Hier. Allein du selbst kannst dich gefangen halten, du bist frei wie der Wind und das Wasser, dein Herz wird dir bla bla. Hatten wir das nicht schon? Anscheinend nicht. Ich habe den Kapitän von Raffles Schiff Malga getroffen. Er meint, meine Aufgabe sei noch nicht beendet. Ja, das hatten wir schon. Metall ist stark, doch schmilzt im Feuer. Der Baum ist majestätisch, doch Metall kann ihn fällen. Und jetzt, wir sollen ja immer diese Bilder auch finden. Dann war das sozusagen noch eins, was wir jetzt gefunden haben. Hier ist noch ein Porträt. Wo ist denn jetzt eigentlich diese Olle nochmal? Ich glaube, war die hier überhaupt? Diesem Anwesen hier oder war die ganz woanders? Wer genießt nicht die Wärme eines Lagerfeuers? Straße. Ja, irgendwas muss man bestimmt auch noch beim Marktplatz machen, aber... Was können wir denn mit der Kutte auch noch machen? Ich weiß nicht. Die gelben Diamanten, aber es geht nicht. Dann gehen wir mal wieder raus. Lassen uns hier führen von unserem Tippmaster. Damit ich hier nicht so ewig herumirre. Ja, stimmt, hier waren wir auch relativ selten. Hier ist sie bei Raphael, genau da war sie in der Küche, stimmt. Dann geben wir jetzt mal die Früchte. Ich hoffe, das geht jetzt. Ja, ich will dir doch... Was? Wir sollen das ja selber machen. Gut, dann machen wir das selber. Zack. So. Dachte, ich gebe es ihr und dann... Aber geht nicht. Ach, und Zucker und das andere steht hier schon. Das ist ja prima. Eine halbe Tasse Zucker. So, was mache ich das? Wie mache ich das jetzt? Oder nicht? Ich dachte, das wäre jetzt... Hallo? Ach so. Zucker und Speisestärke in Schüssel vermengen. Ach, das geht sogar. Dann vermenge das mal. Brombeeren, Himbeeren, Blaubeeren hinzufügen. Zack, zack, zack. Beerenmischung vermengen. Beerenmischung in Teig aufgelegten Backform geben. Mit Teigstreifen belegen und 25 Minuten lang backen. Mit Teigstreifen belegen, 25 Minuten lang backen. Tada! Take this pie to Jacques and I'll give you what I promised. Oh, and one more thing. Find out who wrote those love letters to him. I'm not saying another word until then. So, ich muss Jacques den Bärenkuchen bringen, mit ihm sprechen. Er sollte in der Schenke zu finden sein. Na dann, machen wir das mal. Und den Kuchen haben wir jetzt automatisch bei uns? Ja, haben wir. Ja, das war ja schön. Wir haben Kuchen gebacken. Ich backe eigentlich nie selber so wirklich Kuchen. Also ab und zu selten mal, aber nicht jetzt so, ne? Wie andere Frauen vielleicht, so jeden Monat einen schönen Kuchen. Mache ich jetzt eigentlich nicht. Wo war er jetzt? Nee, nicht im... Nee, das ist ja nicht Jack. Der in der Schenke, ne? Geh mal raus hier. Warum geht er denn hier...
Gehst du mal... Ach ja, ich denke, das ist immer hier vorne. Das ist ja hinten. So, hier dein Kuchen. Hier. Als Belohnung fürs Saufen. Caprice lässt dir diesen Kuchen als Wiedergutmachung schicken. Was weißt du über die letzte Nacht, als Belle verschwand? Caprice will nichts sagen, aber sie hat ein Alibi. Sie verdächtigt Captain Melga, der ihre Familie wegen Geldes bedroht hat. Sie will ihre Beziehung zu Jack in Ordnung bringen. Wenn ich die Verfasserin der Liebesbriefe herausfinden kann und ihr dabei helfe, Jack einen Kuchen zu backen, will sie mir helfen. Jack verbirgt etwas. Er verdächtigt Kapitän Melga. Ich werde ihn auf die Probe stellen und seine Geschichte über die Liebesbriefe bei seinem Vater, dem Baron, überprüfen. After my fight with Caprice, I headed here to the tavern. On my way out last night, I saw Captain Melga alone by a tree in my backyard. I don't trust that old geezer. Du warst letzte Nacht sehr um Belle bemüht. Kann es sein, dass Belle und du euch gegenseitig Liebesbriefe schreibt? Na, ist es nicht so? Gib es zu. Don't go sticking your nose where it doesn't belong. You can't possibly understand what you are meddling with. So save yourself the trouble and back off. I've sorted it out and I love Caprice. Just ask my father. Wie kann man die lieben? Keine schlechte Idee. Ich sollte den Baron fragen, ob Jack wirklich seine Frau Caprice liebt. I'm rather busy at the moment. Bibibibib. Jetzt spiel dich mal hier nicht so aus. Auf. Durch die Tür kann ich schnarchen hören. Ja, gibt's ja nicht noch was zu mitnehmen? Na dann, gehen wir mal wieder. Wo muss ich denn jetzt dafür hin? Immer dieses Herumeiern hier. War das beim Stadtzentrum und dann noch weiter? Kreuzung. Stadttor, Raffals Eingangshalle. Er hier? Hallo? Hallo? Nee. Da oben auch nicht. Wo muss ich denn? Ich glaube, ich muss wieder zum Fouquet anwesen. Hey, Leute, ich bin's schon wieder. Verzeihung, Baron Fouquet, aber ich muss noch Jack Interesse an Belle und einigen anonymen Liebesbriefen, die er empfing, fragen. Ich fürchte, diese belasten ihren Sohn als Mittäter an Belles Entführung. In the interest of the case, for both Bella and Raphael's sake, I trust you will treat the information I'm about to reveal to you with discretion. My son Jacques is a rather amorous scoundrel, but he is not a criminal. Anne Pellewa wrote the letters. They had a brief affair, but it ended several months ago. What really concerns me are the whereabouts of Captain Melga. That scoundrel is going to ruin my entire shipping deal. Oha. I have some suspicions of Captain Melga. Das glaube ich auch. Vielleicht verrät Caprice mit ihr Geheimnis, wenn ich ihr sage, dass Anne Liebesbriefe an Jack schickte. I have some suspicions of Captain. Ja. Was denn jetzt? Vielleicht verrät Caprice mir ihr Geheimnis, wenn ich ihr sage, dass Anne Liebesbriefe an Jack schickte. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück zu ihr. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Oh. Hello. Good to see you still working hard on the case. I'm making progress too. Let me know if I can help you in any way. Was willst du denn auf einmal? Muss ich jetzt mit der reden oder kann sie hier mit dem Kuriositätenkram irgendwie helfen? Weiß ich nicht. Geh mal erstmal weiter, weil wir sollen ja hier quatschen. Caprice! Ich habe Jack den Kuchen gebracht und herausgefunden, wer die Liebesbriefe geschrieben hat. Sie wurde vor einiger Zeit von Anne Pellewa verfasst, aber die Affäre scheint beendet zu sein. Anne Pellewa? That old bag! I'll be keeping my eye on her. Though I suppose Jacques and I rather deserve each other. So here's your tip. Captain Melga likes to sleep it off in a back room of the tavern. You will have to relieve him of his bottle and then you can question him. He is a threat, and I'm sure he had something to do with all this. Okay, krieg ich einen Schlüssel? Melga schläft seinen Rausch im Hinterzimmer der Schenke aus. Ich muss ihm seine Flasche rum wegnehmen und ihn befragen. Achso, dann kann ich da jetzt einfach rein, oder wie? Also ohne so... Ja, alles klar. Gehen wir da mal hin. Was ist hier mit der Pellewa-Tante? Die steht... Nee, jetzt ist sie weg. Hätten wir sie jetzt irgendwie... Weiß ich nicht. Na gut. Achso, dann war ich ja richtig hier. Schenke.
Dann gehen wir mal nach hinten. Ah, nein, hier dürfen wir wimmeln. Ach, Mensch, es gibt ja mal was zu tun für uns. Käse, Rad, Brot. Brot. Käse, Rad. Anker, Gecko, Schlüssel. Anker, Gecko, Gecko. Schlüssel. Hm, wo ist der Anker? Ach, die Musik ist so schön. Weiß ich jetzt nicht. Anker finde ich noch. Kette, Trommel, Schädel. Schädel. Trommel. Kette. Knochen, Hufeisen, Weintrauben. Weintrauben. Das Hufeisen hatte ich auch schon gesehen. Und den Knochen muss ich noch suchen. Da ist der Knochen. Wo ist denn der Anker? Da. Zerbrochene Flasche. Wo steht die denn? Oder wo liegt sie denn? Da hinten irgendwo? Zerbrochene Flasche. Zerbrochene Flasche. Die sind alle heile. Ich sehe nur heile Flaschen. Noch ein Tipp. Da hinten? Okay. Dann gehen wir mal nach hinten. Na? Was ist jetzt hier das Problem? Hm? Nochmal raus, nochmal ran. Ich muss die quietschenden Scharniere loswerden, sonst wecke ich Malga auf, bevor ich seine Flasche rumnehmen kann. Ach so, quietschen, Dingens, was mache ich denn jetzt mal? Das ist ja nicht so einfach. Können wir vielleicht, dann gehen wir mal raus und lassen uns helfen oder so. Was mache ich denn da? Ich brauche halt Öl oder so. Wo muss ich denn dafür hin? Ach, ich soll da hinten dafür hin. Warte mal, können wir, die wollten noch was zu... Detective! Detective, someone, don't know who, because they was wearing a cloak, paid me a solid gold coin to hand you this letter. Oh, okay. Du hast genug Unruhe gestiftet. Gib die Suche auf, sonst passiert etwas. Das war bestimmt sonst wer von diesen blöden Leuten. Ja, ja. Gut, dann haben wir nicht was zu trinken. Also wir haben halt was, zerbrochene Flasche, das wollen die doch nicht. Wo kriege ich denn mal was zu trinken für die Jungs her? Hm. We're on lockdown. Hm. Wo soll ich hin? Ich soll hier irgendwie weg. Wo soll ich denn hin? Soll ich da irgendwie das mal jetzt abchecken, wer das war? Oder was wollen die hier von mir? I have some suspicions. Ich brauche ja mal irgendwie ein bisschen Unterstützung oder so. Wo soll ich denn hin? Ach, ich soll echt in den Wald gehen? Warum denn? Was kann ich denn mit der... Kann ich mit der zerbrochenen Flasche hier irgendwas machen? Hm. Soll ich mich jetzt verkleiden oder so? Oder sollen die Wolfsfelle an diese komische Kutte noch ran? Ich weiß es nicht. Nee, an den Wolfsfällen soll ich gar nichts machen. Dann gehen wir mal den Pfad nach Norden nochmal entlang. Vielleicht ist ja noch irgendwas, was wir zu erledigen haben, was ich wieder übersehen habe. Es ist schön hier. Hm. Irgendwas kann ich anscheinend hier machen, wieder im Schloss. Aber jetzt brauche ich echt Tipps, wo ich hin soll, sonst irre ich hier stundenlang rum, weil ich weiß jetzt auswendig nicht, wo hier noch die Sachen sind, die man machen kann. Also da war noch dieses Rätsel, wo ich... Was kann ich denn hier einsetzen? Die andere Rose vielleicht? Ah. Ach, tatsächlich. Ich sollte die Rosenschiele anordnen, indem ich die Scharniere drehe. Davon habe ich irgendwo eine Zeichnung gesehen. Ich habe eine Zeichnung dazu. Hm. Die Scharniere drehe. Wo ist denn diese Zeichnung? Wo soll die sein? Hier. Ah. Ah. Ich freue mich von... Ah, in dem Schmuckkästchen war eine Seite aus Bells Tagebuch. Mit diesem Symbol und Eintrag seit vielen Nächten träume ich von einem Prinzen. Die Musik ist gerade sehr laut. Glaube, das Biest hält ihn in seinem Schloss gefangen. Viele Räume im Schloss sind mit seltsamen Rätseln so wie diesem hier verschlossen.
Okay, Moment. Das ist ja aber auch doof, dass man das jetzt nicht sehen kann. Mal hier irgendwie. Ich tauche mal die Seite. Also erstmal überkreuzen die sich einfach nur. Aber ich glaube, das hier ist ein bisschen zu genau. So. Müssen die nicht aber nah aneinander? So müssen die aneinander. Genau. Das habe ich schon mal. Und dann gehen die gerade runter und dann überkreuzen die sich wieder. Die gehen gerade runter. Genau. Also so, so. So, so, so. So. Ist das dann hier oben schon falsch? Bin ich doof? So, so. Wie kriegt man das denn hin? Irgendwie voll schwierig und ich kann gar nicht sagen, warum. Weil das weiß ich nicht. Je länger man hier rumdüdelt, desto mehr vergisst man das wieder. Man zeichnet das ja hier nicht, sondern man muss sich halt an diesen Scharnieren richten. Nach diesen Scharnieren richten. Ich weiß nicht, ob der Anfang bei mir schon falsch ist. Es ist halt nur so ein kurzes Stück da oben. Aber das sieht eigentlich richtig aus. Das Problem ist nur, dass ich danach das Ding nicht hinkriege. So, dann geht es gerade runter und dann rüber. Und das ist das vorletzte Scharnier. Das muss ich ändern können. Warum dreht der sich denn jetzt nicht auf? Der muss doch sich auch mitbewegen, oder nicht? Ah, so, jetzt kriege ich es, glaube ich, hin. Haha. Nee. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Moment. Ach, die sind unten gerade und dann kreuzen sich. Ach, Manno. Irgendwas ist doch immer. So, jetzt aber. Haha. Obere Halle, da gehen wir im nächsten Part rein. Super, hat geklappt. Da freue ich mich ja. Wir kommen weiter. Bis dann. Tschüss.